Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Was wäre, wenn im Mittelerde? Der ersten Folge heute. Später kommen noch die Let's Play-Folgen von Dragon Age Origins und von Gladius. Ein paar mögen sich wundern, warum ich sage erste Folge. Naja, gestern kamen keine Folgen. Heute ist jetzt Donnerstag, der 2.6. Gestern kamen keine Folgen, deswegen mache ich heute bei den normalen Let's Play Parts Doppelfolgen, das heißt beide je eine Stunde und halt die als erstes, weil ja, es wäre das Sonderformat für gestern gewesen und wir wollen es ja so, dann wäre es heute quasi das erste, weil es gestern ja nicht kam. So, laut meiner Logik zumindest. Genau. Ja, ich hoffe, die Folge mache ich gut. Ich weiß nämlich nicht, ob ich mir heute ein das beste Thema ausgesucht habe, aber spontan habe ich was gefunden. Beim letzten Mal, beim Was wäre, wenn in Mittelerde, hatten wir Was wäre, wenn die Rohirrim an den Furten des Isen gekämpft hätten, statt in Helms Klamm. Ich weiß leider nicht, wie die Folge ankam, aber es gab keine Kommentare, keine Wünsche, deswegen habe ich, wie gesagt, heute auch was Spontanes genommen. Und zwar, was wäre, wenn König er nur nicht nach Minas Morhul gegangen wäre. Ja, viele werden jetzt wahrscheinlich verwirrt sein, ein paar wissen wahrscheinlich mit dem Namen nichts anzufangen, deswegen fangen wir kurz an. König Eärnur ist der letzte König von Gondor vor Aragorn, also vor König Elessar. Der letzte König, bevor die Truchsessen das Amt übernahmen. Er wurde geboren im Jahre 1928 drittes Zeitalter und ist gestorben im Jahr 2050 drittes Zeitalter, wurde insgesamt 122 Jahre alt. Und ja, für 7 Jahre war er König Gondors, also ab 2043 bis 2050 drittes Zeitalter. 7 Jahre ist natürlich nicht besonders lang für einen König, aber ja, zu seiner Geschichte, es ist nicht wahnsinnig viel, was man von seiner Geschichte weiß. Man weiß, dass er von seinem Vater Éanil II. Richtung Arnor geschickt wurde, mit einem großen Heer zu Schiff, um halt Arnor im Kampf gegen Angmar beizustehen. Leider kam die Armee Gondors zu spät. Das Königreich Arnor existierte da schon nicht mehr. Die Stadt Fornost war durch die Horden von Angmar gefallen. Aber sie konnten den Hexenkönig schlagen. Zusammen mit den Elben aus Imladris und Lindon haben sie den Hexenkönig angegriffen. In der Schlacht von Fornost. Natürlich nicht in der Schlacht von Fornost, wo Arnor gefallen ist, sondern ja, quasi danach, wo es dann eben schon gefallen war. Und ja, der Hexenkönig selber ist geflohen, musste fliehen. Und König Eärnur war, man muss sagen, er war ein sehr guter Krieger. Also das Kriegshandwerk war auch immer das, was ihn am meisten fasziniert hat. Das, was als seine einzige Freude bezeichnet wird. Der Kampf und die Waffenübung. Mehr ein Fechtmeister, ein großer Heermeister und König. Er wollte den Hexenkönig in einem Zweikampf besiegen. Aber dazu kam es nicht, denn der Hexenkönig ist, wie gesagt, wollte, wie gesagt, fliehen und König Eärnur hat ihn verfolgt und das Pferd von Eärnur ist dann durchgegangen wegen, naja, dem Nazgul, einfach wegen der Angst, die der Nazgul ausstrahlt, ist das Pferd durchgegangen. Der Hexenkönig hat selber behauptet, Eärnur sei vor ihm geflohen und er wurde dann provoziert vom Hexenkönig. Wollte ihn weiter verfolgen, also das Pferd haben ja alle abgebrochen und ist abgehauen. Und der Hexenkönig hat ihn provoziert, er wollte ihn weiter verfolgen und angreifen, aber Glorfindel hat ihn zurückgehalten. Da kam dann auch eben die Prophezeiung, dass der Hexenkönig letztendlich nicht durch eines Mannes Hand fallen wird. Und ja, damals war König Eärnur nur noch nicht König, sondern Prinz. Damals war, wie gesagt, sein König eher nur Éanil der Zweite. Ich habe genau, Éanil der Zweite. Aber Éanur ist halt dann eben der
Sohn des Königs geworden. Man muss dazu sagen, dass Gondor zu diesem Zeitpunkt, sagen wir mal, im Untergang begriffen war, aber noch deutlich stärker war, als es zu Zeiten des Ringkrieges ist. Da wurde gerade Minas Ithil, das spätere Minas Morgul, von den Nazgûl eingenommen, also von Hexenkönig und den anderen Nazgûl. Eben nachdem der Hexenkönig Arno besiegt hatte, er hat sich zurückgezogen, Angmar untergegangen, aber ihm selber hat das natürlich nicht viel gemacht, weil seine Aufgabe war es, den nördlichen Dúnedain zu vernichten, und das hat er geschafft. Und ja, Eärnor hat auch danach eben trainiert, jegliche Arten des Zweikampfs, besonders zu Pferd, weil er wollte sich halt an den Hexenkönig rächen für den Untergang von Arnor, für das Provozieren. Man muss dazu sagen, Eärnor ist ein Heißblut, zumindest eher ein Heißblut. Man könnte ihn vielleicht sehr gut mit Boromir vergleichen, nur dass er, ich würde sagen, ein bisschen stärker noch ist, weil, naja, das Blut der Dunedain floss einfach in ihn noch ein bisschen reiner, und er war halt ein Königssohn und hat deswegen wahrscheinlich, denke ich, eine bessere Ausbildung als Boromir genossen. Aber man kann die beiden gut miteinander vergleichen. Und ja, nachdem eben sein Vater Eärnir der Zweite gestorben war, hat der Hexenkönig, wie gesagt, Minas Ithil eingenommen, ist in Minas Morgul umbenannt und wollte dann gegen Eärnor nur nochmal kämpfen. Also der erste Mal hat ja nicht geklappt in Fornost, weil, wie gesagt, das Pferd des damals Prinzen, jetzigen Königs, durchgegangen ist. Und er danach eben von Glorfindel zurückgehalten wurde. Deswegen hat der Hexenkönig es dann nochmal versucht. Erst, wo Eärnor nur gekrönt wurde. Aber da hat ihn sein Stellvertreter zurückgehalten. Das war Mardil, der auch später der erste Truchsess werden sollte. Und ja, dann eben nach dem Fall von Minas Morgul, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also besser gesagt, im Fall von Minas Ithil, das dann zu Minas Morgul wurde, da hat er eben zum dritten Mal eher nur herausgefordert, und der hat ihn jedes Mal auch beleidigt. Beim ersten Mal war es halt von wegen, ja, der Prinz wäre ein Feigling, weil, ne, das Pferd halt durchgegangen ist und der Hexenkönig halt gesagt hat, es wäre eine Flucht gewesen. Beim zweiten Mal war es von wegen, ja, jetzt wo du König bist, kannst du ja die Herausforderung annehmen, warum er sich denn ziere. Ja, und beim dritten Mal hat er dann auch behauptet, er nur wäre altersschwach, weil, wie gesagt, er war damals dann 122. Das ist für einen Dúnedain kein sehr hohes Alter, für einen normalen Menschen schon. Und ja, da konnte dann er nur nicht mehr. Da ist er dann, ja, kann man ausgerastet sagen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, da hat er nichts mehr geholfen, ihn konnte keiner mehr zurückhalten, und er ist nach Minas Morgul geritten mit wenigen Begleitern und kam nie wieder. Warum er genau wieder kam, weiß man nicht. Man weiß nicht genau, was mit Eärnor passiert ist, aber wahrscheinlich hat ihn der Hexenkönig getötet. Also ich habe dazu ein Zitat gefunden. Moment, ich suche es hier gerade. Genau, Eärnor war es, der allein durch die Tore von Minas Morgul ritt, um sich dem Morgulfürsten zu stellen. Und er begegnete ihm im Zweikampf. Doch wurde er von dem Nazgûl betrogen und lebend in die Stadt der Qualen geschleppt. Und kein Lebender hat ihn je wiedergesehen. Also das wirkt so, als hätte halt der Hexenkönig ihm eine Falle gestellt, weil er genau wusste, er nur würde nicht mehr, könnte nicht mehr widerstehen, würde ihn versuchen zu bekämpfen und zu erledigen. Der Nazgûl wusste natürlich, dass er nicht sterben durch ihn. Und genau, da hat er dann ihn wahrscheinlich töten lassen. Wahrscheinlich gefoltert. Die Stadt der Qual ist natürlich Minas Morgul. Die Krone von Gondor hat er nur in Gondor gelassen. Aber ja, er ist halt da nicht wiedergekommen. Und ab da begann dann die Zeit der Truchsessen durch Maredil, den ersten Truchsessen, seinen Statthalter, weil der König nicht wiedergekehrt ist. Man wusste nichts von seinem Tod, deswegen war es eben nach dem Motto, bis zur Wiederkehr des T Königs würden die Truchsessen herrschen. Und ja, der nächste König war halt dann erst Aragorn. Und jetzt stellen wir uns halt die Frage, was wäre, wenn er nur nicht darauf reingefallen wäre, nicht nach Minas Morgul geritten wäre, nicht sich mit dem Hexenkönig angelegt hätte, wenn ihn zum Beispiel Mardil hätte aufhalten können.
was er, wie gesagt, davor einige Male geschafft hat, aber da halt dann leider, zumindest für Eärnur, leider nicht mehr. Nun, wenn König Eärnur nicht darauf eingegangen wäre, dann wäre er auf jeden Fall nicht eines so frühen Todes gestorben. Weil ja, 122, wie gesagt, ist für einen Dúnedain eigentlich kein sehr hohes Alter. Ich meine, Aragorn, muss jetzt nochmal gucken, um mir ganz sicher zu sein, aber ich meine, Aragorn ist 200, also auf jeden Fall über 200. Ah, jetzt habe ich es hier, 210 Jahre alt geworden. Das sind fast 100 Jahre mehr. Also nicht ganz natürlich, aber es sind knapp 90 Jahre mehr. 88 genau gesagt. Und ja, wenn er nicht so eines frühen Todes gestorben wäre, dann hätte es natürlich auch nicht die Herrschaft der Truchsessen gegeben, die Gondor alles in allem nicht so gut tat. Ich meine, Mardil, der erste Truchsess, war ein sehr guter Herrscher, aber ja, Gondor ist halt dann immer weiter gesunken und wie der letzte Truchsess Denethor war, sollte jeder wissen, der sich mit Helleringe ein bisschen beschäftigt hat. Und ja, ich weiß, dass er jetzt Truchsess Faramir war, aber Faramir war halt kaum handlungsfähig wegen bekannter Ereignisse und hat halt quasi nicht regiert, deswegen zähle ich Denethor. Ansonsten ist wichtig zu wissen, dass König Eärnur keine Erben hatte. Er hat, wie gesagt, er war so auf Kampf fokussiert, dass er sich keine Frau genommen hat und damit auch kein Kind gezeugt hat. Das heißt, wenn König Eärnur nicht nach Minas Morgul reitet, dann ist er trotzdem der letzte König. Es sei denn, der gute Mardil hätte ihn so weit gebracht, dass er, wie soll ich sagen, dem Kampfe abschwört oder vielleicht nicht abschwört, aber halt sich auch noch für andere Sachen interessiert, wie eben zum Beispiel das Fortbestehen seiner Linie. Also ich habe jetzt verschiedene Ideen, wie das ablaufen könnte. Eine Idee wäre zum Beispiel, er reitet zwar nach Minas Morgul zum Hexenkönig, könnte aber fliehen und zurückkommen. Das heißt, er wird nicht dort getötet, sondern merkt, dass er in eine Falle läuft und flieht zurück nach Gondor. In diesem Fall denke ich, dass der Hexenkönig, dass auch Sauron mit einem Angriff auf Gondor reagiert hätte. Damals gab es ja auch schon, waren auch schon große Gefahren, einfach die Ostlinge und Südländer, also Haradrim, die Variax Doscant, die Wagenfahrer, die Korsaren. Das heißt, ich denke, Gondor wäre dann direkt angegriffen worden oder zumindest ziemlich schnell angegriffen worden. Und sei es halt nur, um Eärnur doch noch zu töten oder um einfach abzuschätzen, wie stark Gondors Verteidigung denn ist. Und ich weiß nicht, es fällt mir schwer abzuschätzen, wie stark Gondor wirklich ist vor dem Ringkrieg. Ich meine, Fakt ist, es ist definitiv stärker als zu Ringkriegszeiten unter dem König. Das ist Fakt. Fakt ist aber auch, dass in Eärnurs Zeiten Gondor lange nicht mehr so mächtig war, wie es war, wo halt die ersten, er ist der 33. König, wo halt die ersten Könige noch regiert haben. Das ist halt auch Fakt, weil damals haben sie halt die Haradrim fast besiegt, zumindest große Teile von Harad eingenommen. Sie hatten auch die Ostlinge sehr gut in Schach gehalten und die Korsaren waren damals halt auch noch schwach. Aber zu Eärnurs Zeiten war das halt schon nicht mehr der Fall. Zu Eärnurs Zeiten waren halt die Gegner Gondors doch auch schon stärker und Gondor selber schwächer, wenn auch stärker als zu Zeiten des Ringkriegs. Deswegen mir fällt es sehr schwer zu beurteilen, ob Gondor zu den Zeiten einer Attacke Mordors hätte standhalten können. Rohan gab es zu der Zeit auch schon, aber Rohan war halt da nicht so stark, wie es zu Ringkriegszeiten war. Und Rohan war größtenteils unbehelligt, deswegen ist das in der Zeit etwas, hat sich das in der Zeit etwas weiterentwickelt, während Gondor halt schwer geworden ist. Ich denke, dass Gondor hätte standhalten können, weil, wie gesagt, die Zeiten damals andere waren. Aber große Gebiete einbüßen müsste. Zum Beispiel Osgiliath könnte ich mir gut vorstellen, bei Minas Morgul war ja dann schon Minas Morgul, Ephilien, Keandros vielleicht auch, was ja auch im Ringkrieg sehr schnell fällt. Also ich denke, Gondor wäre ziemlich abgeschnitten worden auf die Kerngebiete Minas Tirith, Pelennor-Felder und die näheren Lehen.
Die weit entfernten Lehen wie Dol Amroth und so wahrscheinlich nicht, weil, wie gesagt, auch die Korsaren und so waren damals stärker und hätten halt quasi von allen Seiten angegriffen. Und ich glaube, Gondor hätte nicht alles abwehren können. Das heißt, ich denke, Gondor hätte insgesamt überlebt, wäre aber deutlich geschwächter. Also deutlich geschwächt worden und damit auch im Ringkrieg leichter angreifbar gewesen, weil dann zum Beispiel Dol Amroth gefehlt hätte, was ja das ein recht weit entferntes Lehen ist und ein sehr wichtiges Lehen ist, ne, wegen Fürst Imrahil, den Schwanenrittern und den ganzen Geschichten. Das heißt, im Ringkrieg spätestens, denke ich, hier wäre Gondor gefallen, was ja im Original nicht so war. Und natürlich hätte König Eärendil nicht bis zum Ringkrieg gelebt. Da ist halt die Frage, wenn er überlebt, ob er dann wirklich einen Erben gezeugt hätte oder ob es so abgelaufen wäre wie in der Realität, dass er dann die Trossessen, also Mardil, übernommen hat. Ich denke, wenn König Eärendil wirklich den Hexenkönig überlebt hätte und geflohen wäre, dass er dann schon sich auch für eine Frau interessieren und einen Erben zeugen würde, weil ihm halt dadurch bewusst würde, wie verletzlich er ist, wie gefährdet er ist und dass halt, wenn er fällt, es keinen König mehr gibt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass eben, wenn er, wie gesagt, aus Minas Morgul flieht und überlebt, die Königslinie erhalten bleibt und Gondor deswegen zwar geschwächter ist als im Ringkrieg normal, weil sie halt trotzdem von allen Seiten angegriffen würden, aber nicht so geschwächt, dass sie sofort fallen würden, sondern erst, sagen wir, am Ende des Ringkriegs, so dass halt vielleicht Aragorn dann quasi Sauron besiegen kann, also der eine Ring halt zerstört wird und deswegen das Königreich Gondor halt wieder aufgebaut wird. Aber davor halt, ja, davor halt nicht so ist wie im Ringkrieg mit der großen Belagerung und so weiter. Die andere Option ist halt, Eärendil reitet gar nicht nach Minas Morgul. In dem Fall würde ich sagen, nimmt er sich wahrscheinlich keinen Erben, weil in dem Fall würde ihm wohl nicht klar sein, wie stark er halt in Gefahr ist, wie stark die Königslinie von Gondor in Gefahr ist, weil in dem Fall hätte er ja nicht den Tod gese wäre nicht dem Tod begegnet oder dem Fast-Tod begegnet. Ich denke aber auch, dass da eher nur ein etwas klügerer Herrscher gewesen wäre, weil leider war er halt letztendlich sehr heißblütig. Und dass Sauron in dem Fall vielleicht abgewartet hätte, was er nur jetzt vorhat, auch der Hexenkönig abgewartet hätte. Das heißt, dass nicht sofort eine Invasion auf Gondor gekommen wäre. Und dann ist halt wieder die Frage, ob vielleicht der Hexenkönig sich sagt, ja gut, in ein paar Jahren probiere ich es nochmal mit der Herausforderung, weil er hat ihn halt mehrfach herausgefordert, wie gesagt, ob es dann klappt. Oder ob irgendwann Sauron die Geduld verliert und sagt, jetzt mache ich eine Invasion. So wie vorher. Oder ob halt, bevor diese beiden Ereignisse eintreffen, eher nur stirbt, beziehungsweise vielleicht eher nur von sich aus mit einem Heer sich entscheidet, dass sie versuchen wollen, Minas Morgul zurückzuerobern. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. In diesem Fall könnte ich mir vorstellen, dass Mordor in der Bredouille ist. Ich glaube, auch in dem Fall würde er nur sterben. Weil er würde sich bestimmt nicht nehmen lassen, höchstpersönlich die Armee Richtung Minas Morgul anzuführen. Das heißt, auch in dem Fall würden die Trossessen übernehmen, weil wegen Mardil. In dem Fall gehe ich ja davon aus, dass er nur keinen Erben gezeugt hätte, weil er halt einfach nicht so denkt, dass er in Gefahr ist. Aber Mordor würde schlechter stehen als zu Ringkriegszeiten, denn Minas Morgul ist ja für Mordor eine wichtige Stadt. Der Sitz der Nazgûl, abgesehen von, also ist ja der Sitz des Hexenkönigs. Abgesehen von Dol Guldur ist das ja eine sehr wichtige Festung. Ist natürlich auch eine sehr starke Festung. Ob Gondor die wirklich einnehmen könnte, ist eine Frage, ist eine Spekulation. Ich denke, sie hätten die Möglichkeit gehabt, weil Gondor, wie gesagt, zu den Zeiten der Könige wesentlich stärker war als zu Ringkriegszeiten. Und Mordor hätte natürlich ein großes Problem, wenn sie wirklich Minas Morgul verlieren. Denn Minas Morgul, was ist in der Nähe? In der Nähe ist Sirith Ungol, in der Nähe ist Khankras Lauer. Und das ist ja, wie bekannt, ein Zugang nach Mordor in die Kernländer selber, ohne zum Schwarzen Tor marschieren zu müssen. Weil ich denke, wenn Gondor es schafft, Minas Morgul einzunehmen, dass sie dann auch theoretisch schaffen würden, Sirith Ungol, das war ja nur ein kleiner Wachposten, einzunehmen. Und Khankra, ja, Khankra ist so eine Sache.
Aber Kankra könnte man ja theoretisch auch umgehen. Oder wenn man halt eine groß genug Armee hat, dass man halt die Verluste in Kauf nimmt, so wie es Sauron mit seinen Orks auch gemacht hat, die man durch Kankra erleidet. Das ist eine Frage, aber wie gesagt, ich denke, dann steht es für Mordor nicht so gut. Genauso wie es für Gondor nicht so gut steht, wenn er nur wirklich, wie gesagt, wenn er nur wirklich gleich von Mordor angegriffen wird, weil er halt das Duell knapp überlebt hätte. Also ihr seht schon, das ist ein sehr spekulatives Thema, ein Thema, wo man jetzt nicht so wahnsinnig viele Informationen hat und wo letztendlich sich für Gondor viel verändern könnte, weil halt die Königslinie entweder existiert, was einfach für sie ein Vorteil wäre, oder vielleicht sogar Gondor größer geworden ist und Sauron dann wichtige Standpunkte fehlen, die er dann im Ringkrieg nicht nutzen kann. Andererseits könnte es halt auch sein, dass, wie gesagt, Sauron mit seiner Invasion Gondor entscheidend schwächen kann und das sogar dann schwächer ist als zu Zeiten des Ringkriegs und dann zu Ringkriegszeiten fällt und eben erst von den Schatten befreit werden kann durch die Zerstörung des Ringes. Wobei dann natürlich wieder man weiter überlegen könnte, was macht Aragorn? Ob Aragorn dann wirklich trotzdem versucht, den Thron von Gondor für sich zu fordern, oder ob er vielleicht zum Beispiel mit Frodo und Sam nach Mordor sogar reingehen würde und halt mithelfen würde, den Ring zu zerstören. Was ich mir bei Aragorn gut vorstellen kann, dass er halt, wenn er keine Gelegenheit hat, Gondor für sich zurückzuholen, weil Gondor gefallen wäre, dass er dann sagt, okay, das Wichtigste ist der Unterstützung, der Schutz des Ringträgers. Das ist auch eine Sache, die man vielleicht bedenken könnte. Aber ansonsten komme ich jetzt hier, denke ich, nicht zu einem endgültigen Punkt. Also wie gesagt, ein gültiger Punkt, dass Gondor entweder fällt oder vielleicht stärker wird, dass die Königslinie noch vorhanden ist. In beiden Fällen oder halt auch die Trossessen, weil die Trossessen könnten halt trotzdem an der Macht sein. Das hängt von eher nur ab und eher nur ist halt charakterlich, wie gesagt, ein Heißblut und ein, er ist halt sehr, sehr viel auf Kämpfen. Muss man halt wirklich sehr sagen, auch sehr tapfer natürlich. Deswegen, das ist so eine Sache mit der Königslinie, ob die überlebt hätte, auch wenn er nur nicht vom Hexenkönig wahrscheinlich getötet worden wäre. Und ich denke halt letztendlich ist das eine schwere Geschichte. Letztendlich denke ich halt nur, sie hätte überlebt, wenn er nur wirklich gemerkt hätte, zum Beispiel eben durch ein überlebtes Duell, wie gefährdet er eigentlich ist. Wo halt dann nicht nur Worte sind, die ihn erreichen, sondern halt auch wirklich Selbsterkenntnisse. Wahrscheinlicher ist tatsächlich, dass die Trossessen trotzdem regiert hätten. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich bin gespannt, was ihr potenziell möglicherweise für Feedback mir hier geben werdet. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr später bei den anderen Folgen auch dabei seid. Morgen kommt dann 3 Folgen. Das Let's Rank kommt nämlich morgen wieder. Habe ich ja schon am Montag gesagt. Und ich sage es wahrscheinlich auch später bei den anderen Folgen. Denn ja, es gab kein negatives Feedback. Es gab nur ein Like und sonst keine Kommentare. Deswegen sage ich, das ist positiv und werde morgen auch wieder ein Let's Rank machen. Beim Was wäre wenn sehen wir uns dann nächste Woche wieder, also genau genommen in 6 Tagen. Und genau, ihr wisst ja, Kommentare jeder Art gerne gesehen. Wünsche natürlich auch Fragen, sonstiges. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.